Sommer 2022. Hitze, Dürre, Feuer. Ein Waldbrand nähert sich dem Hambacher Schloss. Ich sag mal, aus dem Moment, wo wir gehört haben, da ist ein kleines Feuer und die Feuerwehr ist schon informiert, sind für mich gefühlt keine Viertelstunde vergangen. Und als wir hier hochkamen, war wirklich dieser ganze Bereich eigentlich mit weißem Qualm gefüllt und es kamen nah an den Bäumen Flammen auch immer wieder hoch. Das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Das ist wirklich beängstigend, wenn man das so sieht. Es ist zu erwarten, dass es künftig mehr solcher Brände geben wird. Wie gut sind unsere Feuerwehren darauf vorbereitet? Gibt es beispielsweise geländetaugliche Fahrzeuge, um auch in schwer zugänglichem Terrain löschen zu können? Sind Löschhubschrauber bzw. Flugzeuge verfügbar? Und werden die Kommunen mit dem Problem vielleicht alleingelassen? Es wird immer über den Katastrophenschutz geredet. Aber oft ist es eben so, dass es wird viel geredet. Das ist häufig so in der Politik heutzutage. Es wird mehr geredet wie getan. Wir brauchen auch die Mittel und man kann nicht immer nur die Kreise, die Städte, Gemeinden mit diesen Aufgaben alleine lassen. Das SWR-Filmteam bat Innenminister Ebling schriftlich um eine Stellungnahme, doch vergeblich, keine Reaktion. Mehr Erfolg verspricht gegenseitige Hilfe vor Ort, etwa im Pfälzerwald. Dort kooperieren Feuerwehr und Forst. Container, die eigentlich für Chemikalien gedacht waren, werden mit Löschwasser befüllt und im Wald verteilt. So muss man das Löschwasser nicht erst viele Kilometer zum Brandherd transportieren. Doch auch präventiv muss mehr getan werden. Statt im Wortsinn brandgefährliche Nadelbaummonokulturen braucht es Mischwälder mit hohem Laubbaumanteil. Und unabhängig von der Brandgefahr, künftig sind Baumarten gefragt, die mit höheren Durchschnittstemperaturen zurechtkommen. Es fasst mich auch emotional an. Kann ich offen sagen. Mein Vater war schon Förster und der hat mir so diese Faszination, dieses Eindrucksvolle der Natur mit ins Leben gegeben. Niemand von uns ist Förster geworden, um dem Wald beim Absterben zuzuschauen, sondern wir möchten, dass es dem Wald gut geht und wir Forstleute leiden aber auch mit dem Wald, wenn es ihm nicht gut geht. Wie gut bzw. schlecht der Südwesten auf kommende Waldbrände vorbereitet ist, die Story heute Abend im SWR-Fernsehen.